Warte doch! Warte doch einfach! Warum wolltest du gerade noch jemanden töten, oder was? Warte doch einfach, ich laufe der Banane hinterher, die es war! Wusste ich doch nicht, ich hab niemanden gesehen, hab mir nur gedacht, komm, ich beende die Charlie-Party damit. Keine schlechte Überlegung. Ich Ich hab wirklich, ich hab erstmal geguckt und weit und breit keinen gesehen. Hab mir gedacht, komm, scheiß drauf, beende sie lieber, bevor die zweite Hochstapler auch noch killt. Kacke. Ich bin extra dieser Kackmanat hinterher gelaufen. Ja, das konnte ich nicht riechen. Rambos tot. Ja, also nur damit ihr es wisst, Schlachtenbuswerkstatt. Mhm. Schleifenkontrolle. Nein, Schlachtenbuswerkstatt liegt sie. Ja, und oder er. Schleifenkontrolle. Oder lag. Was habt ihr gemacht? Ich bin komplett von der Kantine Richtung Büro gerannt. Ich hab grad Akten akzeptiert im CSI. Ich wollte gerade die letzte Akte reinpacken und dann kam das Fragment. Ja, skippen, ne? Vermutung, das ist ja skippen. Alles andere ist ja Quatsch. Geht nicht anders. Ach komm, Zweifelsfall und sieht was. Ja, ich bin E-Trader, das wisst ihr, ne? Ja, ja immer, Drago, ne? Oder wie war das? Es sind immer Drago und ich, die Hochstapler sind. Okay, auch wenn genau. Wir uns gegenseitig sind. Ja, ich bin Traitor. Ja, ich auch. Dann wissen wir Bescheid. So, jeder, der gelacht hat, wird ins Rock. Habe ich extra nicht gewotet, falls Sascha die Banane hinterher rennt. Nee, ich habe diesmal keine Banane, aber ich wollte jetzt wirklich gerade fragen, warum du an der Leiche stehst und nicht um die Porte. Weil ich echt gewartet habe, bis ob irgendwas kommt noch. Aber die Charlie Party war doch schon viel zu lange vorbei. Ja, aber Clary kam gerade in den bei dem Bus rein. Nichts gemacht. Ich habe eine Aufgabe gemacht. Nein, sage ich ja gar nicht. Ich habe nur erstmal gewartet. Hätte ja sein können, dass du der Banane hinterher gerannt bist.
Nö. Also wen ich decken kann oder so, ist auf jeden Fall Flo. Weil ja. Flo einfach, ich glaube, wir waren, ich weiß ja, wo wir waren. Wo waren wir, Flo? Also ich bin gerade von der Kantine, naja, ich bin Kantine Richtung Büro gerannt mit Tablett. Ja genau, und vorher warst du da mit mir in diesem Tanzraum, ne? Und du hast Nein, da hinten die Aufgabe annehmen. Ich hab die Banane verprügelt. Ich war davor im Büro und hab mich da am Computer eingeloggt. So, ich bin im Sicherheitsraum im Scan. Weil du kamst mir gerade mit einem Tablett entgegen, als ich mir ein Tablett abholen wollte da gerade. Ja, also genau. Ich bin zum Schlachtenbus gerannt und mir ist keiner so keiner entgegengekommen. Wo wurde denn die Leiche gefunden? Schlachtenbus oben drauf. Schlachtenbus. Aber ich bin da erst runtergerannt. Patrick, bist du noch da? Ich war vorhin bei Sunny, als er gedanced hat und hab die Banane verprügelt. Patrick! Aber Lonzi, wir beide sind mit dir Trainer. Redet er nicht mehr. Ja. Ja, Patrick stand, glaube ich, die ganze Zeit an der Konsole und ist da hin und her gehüpft. Ja, irgendwie waren zwei immer auf der Brücke, also ein oder zwei, die da immer rumgetänzelt sind, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, so viele Aufgaben haben wir nicht mehr, also von daher... Nee, das ist viele Aufgaben sind es nicht mehr. Das stimmt. Bei dem Scan habe ich eine Frage. Ich bin gerade im Sicherheitsraum beim Scan, der war aber bei 30% stehen geblieben. Ja, du musst bei dem Scan... Du musst sehen, was aufploppt. Genau, okay. Immer in diese Vierecke und das verschieben, sozusagen, die da aufploppen. Quasi auf X-Variante, was du drückst, drücken. Ja. Das habe ich auch die ersten Male nicht verstanden mit dem Scan. Das ist aber immer diese Aufgabe, ne? Jeder. Ja, das ist mega, mega. Daran. Ja, jeder denkt sich am Anfang, was ist das? Alter Clary, lass mich in Ruhe. Jawoll! Clary, wolltest du mich Patrick, Alter, was war deine Aufgabe? LOL! Was war dein... Florian, du warst gerade bei mir, oder? Ich bin an dir vorbeigelaufen. Du standst da auf dem Gang rum und ich bin Richtung Schlachtenbuswerkstatt gelaufen, weil ich im Labor eigentlich eine Aufgabe hatte und habe dann da beim Vorbeilaufen die Leiche von Drago gefunden. Und Rambus stand auch bei mir.
Rambos stand auch gerade bei mir in der Kantine. Ich bin um mein Leben gerannt. Ich habe diesmal keine Aufgabe gemacht. Ich habe einfach nur überlebt. Auf jeden Fall, als ich mein Tablett gerade nehmen wollte, hat Rambos sich plötzlich zu mir gedreht, als wenn er mich gerade umbringen wollte. Nee, der Rambos hätte mich schon auch umbringen können. Der war die ganze Zeit bei mir. Du warst doch gerade in der Kantine. Wäre aber auch eine Möglichkeit, endlich mal zu überleben. Aber trotzdem, Florian, seltsam, dass du die Leiche gefunden hast, obwohl da hinten niemand war wie nur du, gell? Ich meine, generell finde ich es ja gut, wenn Drago gestorben ist, ne? Aber ich bin ja da vorbeigelaufen. Ich habe den ja bei ihm vorbeilaufen gesehen. Ich bin ja auf dem Weg vom Büro aus an dir vorbei da gelaufen, wo du da auf dem Gang standst, wollte zum Labor und habe auf dem Weg in der Schlachtenbuswerkstatt die Leiche gefunden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wo lagen denn die Leichen überhaupt? Die Leiche, die ich gefunden habe von Drago, war an der Schlachtenbuswerkstatt. Warte mal, wie geht das denn, ne? Hast du jetzt erst gemeldet? Bei der Fabrik? Schlachtenbuswerkstatt. Ich bin doch an dir vorbeigelaufen, von der Vorratslieferungsfabrik. Ja, und du standst da beim Büro. Und ich bin an dir vorbeigelaufen, Richtung Labor, auf der rechten Seite, und habe in der Werkstatt die Leiche gefunden. Auf dem Weg dahin. Ja, okay. Stimmt, ja. Stimmt. Ich sag ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, ich kann nicht abstimmen. Ich hab sowieso keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, ich hab nur... Ich hab jetzt gescapt. Ich hab Angst vor Weiter beobachten. Sagen wir es mal so. Ja. Und wo Major lag, keine Ahnung. Ah, die Steine hat wieder Glück. Die ist es hundertprozentig. nach der Abstimmung noch eben schnell einen raus. Oha, was? Flo war bei Clary. Ich habe eine Leiche gefunden. Hättest du nicht eine Millisekunde warten können. Damit du noch einen töten kannst. Nee, damit ich meine Aufgabe beschlossen hätte, du Opfer. Hätte ich klappen können. Charmant. Einfach mal ein Geständnis entlocken, wenn ich mich so richtig plump behaupte. Ganz ehrlich, ich glaube, Flo ist es. Warte mal. Wer? Der Florian hat doch eben noch gelebt. Ich, hallo. Ja, eben. Die da. Der UFLO hat doch eben noch gelebt. Aha. Ja, hat er. Da war Drago tot, den hatte ich gemeldet und dann haben wir gesehen, dass Mario auch. Ja, und mit wem war er gerade eben bei. Wo ist das Dings? Wieso sind die mir so Labor, glaube ich. Wo war das nochmal? Also. Scheiße, ich habe ihn mit irgendjemand eben zusammen gesehen. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, verdammt. 100 Pro, das war der. Wenn ich das, ich glaube, 100, ich weiß schon. Ich habe gesehen, dass es nicht Game war, weil kurz nachdem ich ihn gesehen habe, also an ihm vorbei bin, habe ich die Leiche gefunden. Patrick. Der war hinter mir. Der ist hinter mir gelaufen. Achso, ich wollte gerade sagen, wenn du den da gesehen hast. Ich bin quasi von ihm weggelaufen und dann war da dieses leuchtende Leichending und dann habe ich das angeklickt. Also, Roro war es nicht. Steini gefunden, gesehen. Richtig? Genau, ich habe Steini gefunden. Was ist mit Rambos, mir? Rambos war es nicht, Roro war es nicht. Ich lag 100 pro Clary, weil ich glaube, ich habe den Namen, die war mit Florian zusammengestanden. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich bin gerade noch vorbeigelaufen und habe gesehen, okay, Florian steht gerade noch dort. Und bin dann weiter Rambos gelaufen. Das war halt das Erste, also, was du gerufen hast. Also aber das Gain heißt kann nicht ich viel. Tatsache auch ausschließen diesmal, weil ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen. Okay. Da ist nichts passiert. Ich sag, bei Rambos und bei dir, Roro, bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher.
Ich habe jetzt... hab dich die ganze Runde noch nicht gesehen, Lonzi und Clary irgendwie auch nicht. Ja, ich habe Clary gewählt, weil, was? Weil... Wir haben zu oft gespielt, Patrick. Ich verdächtige dich immer. Ich dich auch, warte mal, halt, stopp. Du warst mit Sicherheit bei Florian. Mit Sicherheit war das eben so. Oh, okay. Ah, okay, gut. Einfach so, kaum einer sagt, was wen er abgestimmt hat und trotzdem erstmal voten. Das ist immer eine gute Idee. Ich hab's gesagt, aber irgendwie kommt das... Warum verlore? Ja, weil Ronja Hochstapler. Weil ich Lonzi gestört habe. Ich sag es doch. Ich sag es doch. Ich bin die ganze Zeit allein, Alter.